Ich habe in meinem letzten Beitrag über den Transponder und über die Modi Alpha, Charlie und Sierra gesprochen, als auch die ADS-B-Technologie sowie deren Interaktion. Heute wollen wir direkt daran anschließen und uns mit dem System befassen, das Flugzeugzusammenstöße verhindern soll. Habe ich dein Interesse geweckt? Dann lass uns gleich loslegen. Foxtrot Delta Delta Zero, Wind 270 degrees 16 knots, Runway 02 cleared for takeoff. Herzlich willkommen hier bei Luftfahrt verständlich erklärt. Mein Name ist Frank Dreyer und wir haben ein spannendes Thema in diesem Video. Du erinnerst dich an diese Grafik aus dem letzten Video? Wir hatten über die Kommunikationsverbindungen Flugzeug zu Boden und Boden zu Flugzeug gesprochen. Heute beleuchten wir die Kommunikation Flugzeug zu Flugzeug, die auf den bereits besprochenen Grundlagen aufbaut, vorausgesetzt, diese Flugzeuge sind mit einem Mod-Sierra-fähigen Transponder und einem TCAS-System ausgestattet, was bei Verkehrsflugzeugen auf jeden Fall gewährleistet ist. Wie können wir uns das nun vorstellen? Jeweils über die TCAS-Komponente wird eine Anfrage auf der Kurzwellenfrequenz 1030 MHz gesendet. Die Antwort kommt über den Transponder auf der Frequenz 1090 MHz. Die Anzahl der Flugzeuge, mit denen parallel kommuniziert werden kann, liegt zurzeit zwischen 40 und 60 und das hängt vom Transponder und TCAS-Modell ab, welches im Flugzeug eingebaut wurde. Damit die Anzeige im Cockpit nicht unübersichtlich wird, werden vom TCAS-Computer nur die 8 Flugzeuge, die zu gegebenen Zeit die meiste Aufmerksamkeit bekommen sollten, auf dem Bildschirm dargestellt. Das System ist in der Lage, vertikal von 9900 Fuß oberhalb bis 9900 Fuß unterhalb der gerade geflogenen Flughöhe zu beobachten. Im Cockpit gibt es die Möglichkeit, über einen Wahlschalter die oberen 9900 Fuß bis zu einem Bereich von 2700 Fuß unterhalb des Flugzeuges zu priorisieren oder den Bereich von 2700 Fuß oberhalb bis 9900 Fuß unterhalb der eigenen Höhe. Steht der Wahlschalter auf dem TCAS-Panel also auf Above, wird dieser Bereich angezeigt. Das ist die Schalterstellung, die ich persönlich im Steigflug aus niedrigen Höhen bevorzuge. Steht der Schalter auf Below, wird umgekehrt dieser Bereich angezeigt. Das ist meine übliche Anwahl im Reiseflug und im Sinkflug. Wie arbeitet das System jetzt? Nun, zunächst einmal teilen wir den dreidimensionalen Raum um unser Flugzeug in 4 verschiedene Räume auf. Zone 1 ist der Bereich, in dem Flugzeuge ohne weitere Aktion zunächst einfach nur vom System beobachtet werden und entsprechend als Others, eben als andere Flugzeuge, eingeordnet werden. Mit Zone 2 wird ein anderes Flugzeug zunächst als annähernder möglicher Eindringling, in Englisch Proximate Intruder, bezeichnet. Erreicht das Flugzeug die Zone 3, gibt es im Cockpit die erste Hinweismeldung. Diese Meldung heißt Traffic Advisory, abgekürzt TA. Eine synthetische Stimme meldet Traffic, Traffic. Und je nach Flugzeugtyp erscheinen ebenfalls Hinweise auf dem Primary Flight Display als auch auf dem Navigation Display. Noch besteht kein Grund, an der eigenen Flugplan etwas zu ändern, denn es ist noch nicht absehbar, ob sich der mögliche Konflikt überhaupt zu einem tatsächlichen Konflikt entwickelt. Sollte der Intruder die Zone 4 erreichen, wird aus der Traffic Advisory eine Resolution Advisory. Beide betroffenen Flugzeuge stehen in stetigem Austausch ihrer Daten und jetzt wird für beide Flugzeuge nach einem Algorithmus die sicherste Konfliktlösung errechnet und an beide gesendet. Das bedeutet, der eine bekommt eine Anweisung, zum Beispiel einen Sinkflug einzuleiten und der andere einen Steigflug. Für die Sinkanweisung hört der Pilot dann die synthetische Stimme sagen Descent, Descent. Und zeitgleich gibt es dazu Anzeigen auf dem PFD und dem ND. Das Flugzeug mit der Steiganweisung hört Climb, Climb und das Ganze ist ebenfalls verbunden mit einer visuellen Anzeige.
Anweisungen vom TCAS haben immer Vorrang vor Anweisungen von Fluglotsen. In älteren Versionen des TCAS, die aber heute nicht mehr in Verkehrsflugzeugen zulässig sind, wurde der Fluglotse noch nicht über einen TCAS-Zwischenfall vom System informiert. Heute bekommt er diese Informationen auch. Wie funktioniert nun dieser von mir gerade erwähnte Algorithmus? Das ist unsere aktuelle Position. Die blaue Linie zeigt unsere aktuelle Flugbahn. Uns kommt ein Flugzeug entgegen, das möglicherweise unsere Flugbahn kreuzen könnte. Die TCAS-Systeme führen jetzt eine sogenannte Collision Threat Evaluation durch und berechnen aufgrund der tatsächlichen Annäherungsgeschwindigkeit den Zeitpunkt, an dem sich die betroffenen Flugzeuge unter den gegebenen Umständen am nächsten kommen. Und dieser Punkt heißt Closest Point of Approach, CPA. Jedes Flugzeug rechnet nun seine individuell verbleibende Zeit bis dahin aus und diese Zeit heißt Estimated Time to Intercept, abgekürzt TAU. Und genau diese TAU definiert die Zonen 2, 3 und 4. Schauen wir uns das jetzt mal an einem Beispiel an. Dazu nehme ich die Tau-Werte des Airbus A380. Wir sehen in dieser Tabelle auf der Y-Achse die Flugzeughöhe, hier ein Bereich vom Boden bis zu einer Höhe von 42.000 Fuß und auf der X-Achse den relativen Höhenunterschied, den das andere Flugzeug im Verhältnis zu unserem Flugzeug am CPA haben wird. Auf der rechten Seite siehst du die Zone 1, also die Flugzeuge genannt Others. Ihr relativer Höhenunterschied ist größer als 1200 Fuß und sie werden nicht als ein Konflikt eingeordnet. Zu einem Proximate Intruder wird ein Flugzeug, wenn sich der relative Höhenunterschied in dem Bereich von 850 bis 1200 Fuß wiederfindet. Schauen wir jetzt auf den Höhenbereich zwischen 20.000 Fuß und 42.000 Fuß. Erreicht das Konfliktflugzeug eine Annäherung, bei der die Zeit zum CPA unter 48 Sekunden fällt und der relative Höhenunterschied liegt im Bereich 700 bis 850 Fuß, dann wird es eine Traffic Advisory auslösen. Reduziert sich die Zeit auf unter 35 Sekunden und der vertikale Abstand fällt unter 700 Fuß, wird eine Resolution Advisory aktiviert. Schauen wir kurz runter auf den Höhenbereich unter 1000 Fuß. Du siehst, es gibt hier keine Resolution Advisory mehr. Der Grund: unter 1000 Fuß kann der Algorithmus im TCAS aus Sicherheitsgründen keinem der betroffenen Flugzeuge eine Anweisung geben, einen Sinkflug als Ausweichmanöver einzuleiten. Dazu wäre der Boden zu nah. Wie wird das Ganze nun im Cockpit dargestellt? Auf dem Navigation Display Andy gibt es diverse Symbole für die anderen Flugzeuge und anhand dieser Symbole kann ich als Pilot erkennen, welche Zonen und damit Konfliktebenen den anderen Flugzeugen zugeordnet werden. Wie unterscheiden sich diese Symbole und was kann ich erkennen? Beginnen wir mit einem Flugzeug in Zone 1, also Others. Das Symbol ist ein auf der Kante platzierter weißer rechteckiger Rahmen. Dieses Flugzeug befindet sich in einer Entfernung weiter als 6 nautische Meilen und der vertikale Abstand beträgt mehr als 1200 Fuß. Siehst du nur dieses Symbol, fliegt das Flugzeug auf der gleichen Höhe wie wir auch. Würde es zum Beispiel 2000 Fuß über uns fliegen, wird plus 2 Null über dem Symbol eingeblendet. Die letzten beiden Nullen des 1000er Wertes werden der Übersicht halber weggelassen. Diese Anzeige siehst du, wenn das andere Flugzeug 1500 Fuß unter unserer Höhe fliegt. Verlässt es die 1500 Fuß und steigt, siehst du einen nach oben gerichteten Pfeil neben der Höhenangabe. Und sollte es die 1500 Fuß nach unten verlassen, zeigt der Pfeil entsprechend nach unten. Diese Darstellungsform gilt auch für alle jetzt folgenden Symbole. Kommen wir zur Zone 2, dem Proximate Intruder. Das Symbol ist jetzt ein auf der Kante stehendes weiß gefülltes Viereck und es erscheint, sobald das andere Flugzeug sich innerhalb von 6 nautischen Meilen zu uns befindet und der vertikale Abstand im Bereich von 850 bis 1200 Fuß liegt.
In unserem Beispiel fliegt es 1100 Fuß über unserer Höhe. Bei weiterer Annäherung erreicht das Flugzeug Zone 3. Jetzt kommen die Zeiten aus der Tautabelle zum Tragen. Das Symbol ändert sich in einen orangefarbenen gefüllten Kreis. In unserem Beispiel fliegt das andere Flugzeug noch 500 Fuß unter uns, aber es steigt. Wie ich schon eben erwähnte, ist jetzt zeitgleich zur Symboländerung auch Traffic Advisory, eine synthetische Stimme zu hören mit den Worten Traffic, Traffic. Jetzt beginnt ein vorgeschriebenes Verfahren zwischen den Piloten. Im Cockpit bestätigt der sogenannte Pilot Flying gegenüber dem Pilot Monitoring die Traffic Advisory mit den Worten TCAS, I have control. Eskaliert die Situation weiter und das andere Flugzeug erreicht die Zone 4, ändert sich die Symbolik zu einem gefüllten roten Viereck. In unserem Fall befindet sich der Intruder 300 Fuß unter uns. Zusätzlich zu der Symboländerung gibt es eine synthetische Stimme und die gibt uns eine Anweisung, die über den Algorithmus zwischen den TCAS-Computern der betroffenen Flugzeuge errechnet wurde. Das bedeutet, das andere Flugzeug bekommt auch eine Anweisung. Deshalb ist es wichtig, dieser Anweisung unverzüglich und genau zu folgen. Auf dem Navigation Display ist die Bedrohung zu sehen und auf dem Primary Flight Display erscheint oben auf dem Flight Mode Enunciator, kurz FME, in der zweiten Spalte der Begriff TCAS in grüner Farbe. Die zweite Spalte auf dem FME zeigt die vertikalen Modi des Flugzeuges an. Ebenfalls sehen wir auf dem PFD rechts unterhalb der Höhenanzeige die orangefarbene Warnung TCAS. Und rechts daneben hat sich die Anzeige des Steigens und Sinkens, der in Englisch genannte Vertical Speed Indicator, ebenfalls geändert. Du siehst nun einen roten Balken, darüber den weißen Zeiger, und den grünen Bereich darüber mit dem in Rot geschriebenen Wert 1,5. Das bedeutet, ein Steigflug muss eingeleitet werden mit Minimum 1500 Fuß pro Minute. Der weiße Zeiger darf nicht zurück in den roten Bereich kommen. Das Manöver muss so lange geflogen werden, bis das System durch die Meldung der synthetischen Stimme Clear of Conflict Entwarnung gibt. Piloten werden mit der Handhabung mit TCAS zusätzlich ausgebildet und dazu werden verschiedenste Szenarien im Simulator geübt und erlernt, denn eine falsche Reaktion könnte fatale Folgen haben. Ebenfalls wird in jedem Simulator-Check mindestens ein TCAS-Ereignis eingespielt, um zu überprüfen, ob die Piloten die Situation kontrolliert und korrekt abarbeiten, einschließlich der korrekten Kommunikation untereinander, denn auch die standardisiert und mit den Fluglotsen. Schauen wir uns jetzt abschließend eine Simulation an. Auf der linken Seite 10 Uhr ein Proximate Intruder, der 1000 Fuß unter unserer Höhe fliegt und wahrscheinlich auf der linken Seite vorbeifliegen wird. Drei Others sind nun auf dem Schirm, von links einer ca. 32 nautische Meilen entfernt, 1000 Fuß über uns. Der nächste in 11 Uhr vor uns, 3000 Fuß über uns und der dritte in 2 Uhr, 1500 Fuß unter uns. Mein Maßstab auf dem Navigationsdisplay zeigt zurzeit 40 nautische Meilen nach vorn. Der Abstand zwischen den gestrichelten Halbkreislinien entspricht jeweils also 10 nautische Meilen. Jetzt kommt ein weiteres Flugzeug von rechts aus der 3 Uhr Position 3000 Fuß über uns. Ich reduziere den Maßstab auf 20 nautische Meilen, sprich nun ist der Abstand zwischen den gestrichelten Halbkreisen 5 nautische Meilen. Vor uns sehen wir links in 10 Uhr ein Flugzeug 1000 Fuß über uns
und rechts in 1 Uhr ein Flugzeug 3000 Fuß über uns. Diese beiden scheinen in entgegengesetzte Richtung auf dem gleichen Airway unterwegs zu sein. Sie haben einen Abstand von 2000 Fuß zueinander, also wird keiner von beiden den anderen als möglichen Intruder auf seinem TCAS sehen. Jetzt sehen wir vor uns rechts in 2 Uhr ein Flugzeug, welches 300 Fuß unter uns fliegt. Dass dieses Flugzeug nur 300 Fuß unter mir fliegt, macht mich stutzig. Das ist ein ungewöhnlicher Höhenabstand. Vielleicht ist in dem Flugzeug der Höhenmesser falsch eingestellt. Traffic. Ich reduziere den Maßstab auf 10 nautische Meilen. Jetzt haben wir die Traffic Advisory bei einer Tau von 48 Sekunden. Climb. Ich stoppe den Film hier. Sobald wir die Resolution Advisory erhalten haben, hatten wir den Taubereich von Zone 4 erreicht. Und das passiert in dieser Höhe, sobald 35 Sekunden und weniger bis zum CPA verbleiben. Deshalb musste jetzt unverzüglich reagiert werden. Da das andere Flugzeug 300 Fuß unter uns fliegt, bekommen wir offensichtlich eine Anweisung zum Steigen. Der andere wird eine Anweisung zum Sinken erhalten, um den Konflikt zu lösen. Das war's für heute. TCAS ist ein großartiges System. Klar, gerade hier in Europa, in den USA und auch Australien sind wir Piloten mit einer strukturierten Luftraumkontrolle und sinnvoller Koordinierung förmlich verwöhnt. Die Fluglotsen machen hier hervorragende Arbeit. In Afrika und selbst bestimmten Teilen Asiens hat man oft keine Radarkontrolle, beziehungsweise du kannst dich nicht voll auf die Radarkontrolle verlassen. Da bin ich immer froh gewesen, so ein hervorragendes System an Bord zu haben. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Du unterstützt damit, dass mein Video im YouTube-Algorithmus auch anderen möglichen Interessenten vorgeschlagen wird und gefunden werden kann. Gefallen dir meine Beiträge, dann freue ich mich ganz besonders, wenn du meinen Kanal abonnierst. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.